Okay, und wir sind live auf Sendung. Hallo, also ich freue mich sehr über die Einladung. Ich freue mich, hier den Abschluss zu machen. Ich habe ganz viele Bilder dabei und ich denke, dass wir in 20 Minuten durch sind und uns dann den Getränken zuwenden können und dem Get-Together. Ich hatte ja bei den beiden, von den beiden Vorrednern schon eine wunderbare Einleitung zu dem, was ja, in Archiven der aktuelle Stand ist, was die Digitalisierung angeht. Und ich werde jetzt das Museum, den Museumsbereich vorstellen. Mein Name ist Franziska Mucha und ich arbeite im Historischen Museum Frankfurt. Sie kennen vielleicht das neue Gebäude am Römer mit dem goldenen M und dem Museumsplatz, der jetzt gerade eröffnet hat im Mai. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch an den alten Betonbau und an das Museum, das eigentlich kein Musentempel mehr sein wollte, sondern ein Lernort, ein Ort für die demokratische Gesellschaft. Und damals in den 70er Jahren wurde für das Historische Museum so ein Grundsatz geprägt, dass man Kultur für alle vermitteln will, dass man ja, mit Aktivistinnen auch zusammenarbeitet, dass man sich öffnet für die Frankfurterinnen, für die Frankfurter, für die Gesellschaft. Und dass man sich hier als einen Ort des Austauschs, einen sozialen Ort sieht. Obwohl der Betonbau eingerissen wurde, haben wir diese Ideale beibehalten und orientieren uns auch im 21. Jahrhundert immer noch an dieser grundsätzlichen Fragestellung. Wie können wir eigentlich ein Ort sein, der relevant ist, der Partizipation ermöglicht und der für die diverse Gesellschaft, wie Frankfurt sie als Stadt bietet, beheimatet, ein Ort des Austauschs darstellen, ein Ort, der nicht in Vergessenheit gerät. Also der Überlebenskampf wurde gerade schon angesprochen. Klar stehen wir auch unter Druck, aber für uns geht es auch darum, dass wir einen Auftrag haben, dass wir das Kulturgut, die Stadtgeschichte Frankfurts, die wir seit 1878 als Museum auch ausstellen, die von Frankfurter Sammlern und Sammlerinnen an uns herangetragen wird, dass wir die zugänglich machen, dass wir die vermitteln, dass wir die sammeln und bewahren, aber eben auch erforschen und auch mit den Frankfurterinnen und Frankfurtern erweitern. Ein Grundsatz ist, dass wir alle Frankfurterinnen und Frankfurter auch als Experten und Expertinnen für die Stadt begreifen und mit einbeziehen wollen und dass wir auch sagen, dass mit diesen verschiedenen Lebenswelten und Perspektiven unterschiedliche Städte eigentlich entstehen und wenn wir unsere Aufgabe ernst nehmen, nämlich das Frankfurt-Museum zu sein und auch da unsere Sammlung bis in die Gegenwart zu erweitern, dann müssen wir diese verschiedenen Perspektiven irgendwie erschließen, irgendwie ins Museum bringen, da Brücken bauen, da partizipative Anknüpfungspunkte geben. Und hier im Foto sehen Sie das neue Stadtmodell. Das wird ab Oktober im Museum zu sehen sein. Das ist ein 70 Quadratmeter großes Stadtmodell mit künstlerischen Elementen, für das wir 2015 eine Tour gemacht haben durch die Stadt und alle, also über 1000 Frankfurterinnen und Frankfurter befragt haben, was ist wichtig, was ist Lieblingsort, was ist Unort, was ist das Look und Feel des Stadtteils, also versucht haben, so eine Vermessung zu machen und das ist nur ein Beispiel für Projekte, die wir umsetzen. Jetzt geht es aber heute um die digitale Ebene, um die digitale Erweiterung und da müssen Sie jetzt mit so einem kleinen Meme umgehen, weil die Digitalisierung in vielen Bereichen einfach unsichtbar ist. Da kann ich Ihnen nicht so schöne Gebäudefotos zeigen, sondern möchte eigentlich erstmal über das Mindset sprechen und über meine Definition von Digitalisierung. Man denkt da sofort an die Digitalisierung von Objekten, also die Fotografie, wir haben es auch schon vorhin gehört, die Anfertigung von Digitalisaten, die sozusagen die greifbaren 3D-Objekte in den Depots nochmal in digitaler Weise kopieren und ablegen, vielleicht auch zugänglich machen. Aber das Digitale bietet weiterhin viel, viel mehr Möglichkeiten. Das haben wir bei Joachim Kemper schon gehört, dass wir eigentlich hier Werkzeuge haben, die das Verhältnis von dem Museum zu seinen Besucherinnen verändert. Es geht eigentlich nicht mehr darum, dass es nur Gäste sind, sondern dass wir hier eine Gruppe haben, die wir als User einbinden können, dass wir hier eine neue Beziehung eigentlich zwischen der Institution und den Leuten, die sie benutzen wollen, die für die sie interessant sind, Zielgruppen, die wir vielleicht noch gar nicht erreichen, also Nicht-Besucherinnen. In Deutschland ist es so, dass bei den Kulturinstitutionen 50% Nicht-Besucher gemessen wurden, also in verschiedenen empirischen Umfragen. Das heißt, wir haben nur 10%, die wirklich regelmäßige Kulturnutzer sind, 40%, die von Zeit zu Zeit gehen und 50%,
der deutschen Bevölkerung, die gar nicht ins Museum oder in andere Kulturinstitutionen geht. Und das heißt, da gibt es einen Riesenbereich in der Bevölkerung, für die wir eigentlich noch überhaupt nicht offen sind, für die wir kein offenes Archiv sind, für die wir kein offenes Museum sind. Und deswegen lohnt es sich, die Digitalisierung als einen weiteren Ansatzpunkt zu nutzen, erstmal von diesen verschiedenen User-Perspektiven auszugehen und nicht immer aus der Logik des Museums zu denken, aus der Logik, die wir vorgeben, unsere Systematiken, sondern das umzudrehen. Und um das umzusetzen, habe ich einen Job als digitale Kuratorin oder Kuratorin für digitale Museumspraxis. Seit 2016 werden wir da von der Aventis Foundation in Frankfurt gefördert für 3 Jahre, um das umzusetzen und die Digitalisierung im Museum eben nicht nur auf Ebene der Digitalisierung der Sammlung zu denken, sondern wirklich auch Prozesse zu verändern, die Haltung zu verändern und dann Projekte zu entwickeln, die vielleicht auch in ganz andere Bereiche reingehen und nicht einfach nur das kopieren, was es schon ganz oft gibt und vielleicht noch eine 101. App zu programmieren. Ich stell die Bereiche kurz vor. Der erste Punkt ist Mindset. Da haben wir, wie die offenen Archive, uns auch an dem Begriff Open orientiert und den Hashtag OpenHMF 2017 dieses Jahr ganz stark rausgefeuert auf Twitter, auf Instagram. Aber dahinter verbirgt sich eben auch die Haltung, dass wir uns öffnen wollen, dass wir benutzerfreundlich sein wollen, dass unsere Prozesse Vielstimmigkeit ermöglichen sollen, dass wir mit den digitalen Werkzeugen eine Öffnung des Museums ermöglichen. Also wir sehen, dass es da nicht nur, also wenn man die Frage stellt, warum ist das wichtig? Ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir für sehr viele Menschen überhaupt nicht mehr relevant sind. Wir werden aber aus Steuergeldern gezahlt, wir stehen mitten in der Stadt, wir sind ein Ort, der viele Ressourcen und Möglichkeiten hat, die wollen wir zugänglich machen. Wir wissen aber vielleicht nicht immer selbst, was der beste Weg ist, sowas zugänglich zu machen. Deswegen ist der zweite Schritt, dass wir uns ganz stark versuchen zu vernetzen. Deswegen bin ich auch heute Abend hier, weil wir uns auch freuen, mit verschiedenen Communities, mit verschiedenen Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen. Weil wir sind nicht die Experten fürs Digitale. Wir kennen uns mit der Kulturgeschichte Frankfurts aus, wir kennen uns mit verschiedenen Sammlungsbereichen aus, wir kennen uns vielleicht mit partizipativen Formaten oder Workshops aus. Aber im digitalen Bereich können wir noch viel Unterstützung gebrauchen und viel Feedback. Also auch, was ist eigentlich interessant? Oder wo gibt es eigentlich welche Entwicklungen, die wir gut nutzen können? Oder wo gibt es schon aktive Netzwerke, die eigentlich sich drauf freuen würden, mit einem Museum zu kooperieren? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Eigentlich ist es so eine Art Bedürfnisanalyse, rauszufinden, was gibt es denn schon? Wir wollen ja auch nichts doppeln. Wir wollen ja eigentlich als eine Frankfurter Institution mit den anderen Akteuren zusammenarbeiten und Synergieeffekte schaffen. Und ich glaube, erst an dem dritten Schritt ist dann der Punkt gekommen, wo man drüber nachdenken kann, was ist ein konkretes Projekt, was setzen wir jetzt um? Also, was ist unsere Haltung, was ist uns wichtig? Mit wem machen wir das? Oder was ist da so für Bedarf da bei den Usern? Und dann zu überlegen, okay, dann bauen wir so und so ein Projekt, das macht Sinn. Und die stelle ich nachher noch ein bisschen genauer vor. Der letzte Punkt ist dann nämlich erst die Technik. Und das ist ganz oft, wenn ich so, auch wenn man sagt, Museen sind schon super weit, was so Digitalisierungswelle angeht, stimmt natürlich aus Museumsperspektive, würde ich sagen, überhaupt nicht. Die meisten denken bei Digitalisierung auch, ja, wir brauchen dieses Tool, wir brauchen jetzt eine App und wir brauchen jetzt eine Webseite und wir müssen jetzt unsere Sammlung digital machen. Und da fehlt aber dieser ganze Schritt, drüber nachzudenken, warum? Also für wen machen wir das? Warum machen wir das? Macht es Sinn? Ist das eine Technik, die nachhaltig ist? Ist das, also da werden so diese Prozesse übersprungen, die, glaube ich, im IT-Bereich teilweise ja auch, also gerade dieses Schaubild ist ja auch so ein Design Thinking ein bisschen mit diesen Zirkelschlüssen, wo man eben immer wieder schaut, was gibt es eigentlich für Bedürfnisse und was für ein Prototyp können wir schaffen und da flexibel zu agieren. Ist nicht die Sache von Kulturinstitutionen. Wir haben eher langsame Vorgänge und stürzen uns dann vielleicht gerne mal auf so eine App oder so ein Tweet-Up als Format und wiederholen das. Und genau dagegen wollen wir ein bisschen anarbeiten mit dem, was wir im Historischen Museum machen. Und da stelle ich jetzt noch geschwind ein paar Projekte vor. Das erste ist das Stadtlabor Digital. Kennt jemand das Stadtlabor? Ah, sehr gut. Genau, ich habe alle meine Freunde eingeladen. genau, also das Stadtlabor machen wir im Historischen Museum schon seit 7 Jahren und das ist eigentlich ein Format, wo wir, als diese Baustelle losging und die Kräne den Betonbau eingerissen haben, gesagt haben, wir gehen raus in die Stadtteile und machen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern vor Ort Ausstellungsprojekte.
Wir stellen das aus, was wichtig ist für den Stadtteil, und jeder, der mitmacht, ist Co-Kurator. Also es geht dabei auch ein bisschen darum, die Autorität des Museums zurückzuschrauben und wirklich kollektive Ausstellungen zu entwickeln, gemeinsam zu entscheiden, wie sieht die aus, wo findet die statt, was sind die Inhalte, und die Verantwortung zu teilen und so aber auch wirklich Teilhabe zu praktizieren. Das Ganze werden wir ab Oktober auch in digitaler Form anbieten, und zwar im Stadtlabor digital. Und Sie sehen hier, dass das zentrale Element eine Karte ist. Auf dieser Karte können von registrierten Usern Beiträge hochgeladen werden. Diese Beiträge können verschiedenen Kategorien zugeordnet werden und bestehen aus einem Beschreibungstext, aus einem Audio-, Video-, Text- oder Fotodateien. Die können auch als Touren verbunden werden. Und unser Ziel ist es damit eigentlich, das, was wir im Stadtlabor machen, jetzt noch durch ein weiteres Werkzeug zu ergänzen, weil wir natürlich auch bei den Projekten gemerkt haben, dass immer mehr Beiträge digital produziert werden, dass wir dafür überhaupt keine guten Container und keine gute Präsentationsform haben. Jetzt haben wir ein Werkzeug, das wir eigentlich für alle Projekte benutzen, weil wir sind auch nicht doof, das wird sich nicht von alleine füllen. Aber wir können das super gut in unsere Projekte, die wir ohnehin schon machen, einbinden. Einfach als Veröffentlichungsort für Schülerworkshops. Für nächstes Wochenende findet so ein Labor für performative Forschung statt, und da werden die Künstlerinnen und Künstler auch Beiträge kreieren, die dann hier veröffentlicht werden. Also es bietet auch für Forschungseinrichtungen, aber auch für User, einzelne User, die schon aktiv sind, für Blogger, für Social Media Leute, einfach einen Raum, ihre Inhalte nochmal in einem anderen Kontext zu zeigen. Und wir als Museum hoffen uns hier auch gemeinsam verhandeln zu können, was ist es denn wichtig, gesammelt zu werden? Also gerade diese Relevanzfrage, was heben wir auf von dem ganzen digitalen Overload, den wir so produzieren jeden Tag, diese ganzen persönlichen Nachrichten, Fotos, was davon soll denn eigentlich gesammelt werden, was ist es wichtig, veröffentlicht zu werden, das werden wir hier gemeinsam verhandeln, weil erstmal ist das einzige Sammlungskonzept Frankfurt jetzt und die Kategorien und eine Verortung. Und alles Weitere finden wir dann ab Oktober raus, und Sie sind herzlich eingeladen, sich auch als User und Userin zu beteiligen. Das Ganze geht natürlich einher mit Digital Storytelling. Also das heißt, wir erwarten natürlich von unseren Stadtexperten, von Dieter Church, der eine wahnsinnig tolle Postkartensammlung von Frankfurt hat und mit dem wir bei jedem Stadtlabor bisher fast zusammengearbeitet haben, nicht, dass der weiß, wie er einen Audiobeitrag herstellt. Aber das heißt für uns, wir bieten dann natürlich auch Workshops an, oder wir verbinden, wir bilden vielleicht auch Tandems zwischen digitalen Akteuren in der Stadt und Experten für bestimmte Themen und bringen die zusammen und probieren so auch neue Arten aus, wie man eigentlich seine Perspektive auf die Stadt teilbar machen kann. Weil das ist immer ganz stark personengebunden und es braucht eine Form der Vermittlung. Und diese Vermittlungsformat zu finden, das wird Teil von diesen Digital Storytelling Workshops sein. Dann geht es natürlich um das digitale Museum als Ganzes, und dazu gehört das WLAN, was ein ganz schwieriger Punkt ist bei einer städtischen Institution, weil wir da auch an bestimmte Datensicherheitsvorschriften gebunden sind und nicht einfach eine Steckdose haben, wo wir unseren Router einstecken können, sondern da sehr, sehr langwierige Prozesse haben einfach. Das ist, da haben Schirn und Städel zum Beispiel einfacher, die sind keine städtischen Institutionen, die können sich da ein bisschen freier bewegen. Es geht aber auch darum, meinen Kolleginnen und Kollegen im Museum als sozusagen digitale Botschafterin Wissen zu vermitteln und zu sagen, okay, ihr macht eine Ausstellung über Vergessen, da könnten die und die digitalen Diskurse spannend sein und da könntet ihr mit der Technik zusammenarbeiten, und hier, ich kenne jemanden, mit dem kann ich euch vernetzen, der macht 3D-Scanning, damit könnt ihr vielleicht eure Objekte, und da so eine Brücke herzustellen und wirklich auch im Museum selbst so einen langsamen Wandel auszulösen, ist auch meine Aufgabe. Weil ich kann das natürlich auch nicht alles alleine machen, und zum Beispiel Online-Sammlung ist ein Bereich, der ist ganz stark von anderen Kollegen und Kolleginnen getragen. Da geht es natürlich darum, dass wir unsere Sammlung gerade für so tolle Kultur-Hackathons zugänglich machen wollen, dass wir die Inhalte, die wir eben in unseren Depots verstecken, wir haben auch so 630.000 Objekte circa, wir zeigen davon nur 1-2% in den Ausstellungen, mehr geht einfach nicht in die Räume, obwohl wir jetzt einen ganz tollen neuen Museumsbau haben. Das heißt aber, das meiste ist versteckt und nicht zugänglich und kann nur benutzt werden, wenn man uns im Museum besucht und dort vielleicht die Möglichkeit hat, in unserer Museumsdatenbank mal zu suchen oder bei einer Kollegin nachfragt. Das heißt, auch da wollen wir das auf lange Sicht öffnen, den Leuten selbst die Möglichkeit geben zu suchen,
auch mit Social Tagging neue Kategorien finden für die Objekte, weil wir haben natürlich unsere Museumslogik. Wir wissen, das ist die Sammlung, das ist die EDV-Sammlung oder andere Objekte. Aber als User habe ich vielleicht einen ganz anderen Zugang und denke mir, boah, das sind alles Objekte, die sind rot und die haben alle was mit Tieren zu tun und keine Ahnung, sehr viel lebensnahere Kategorien bieten sich natürlich an und solche Logiken wollen wir auch Leute ermuntern, solche Logiken mit uns zu teilen und dadurch eigentlich auch die Sammlung neu zu erschließen. Wichtig ist dabei noch Creative Commons Lizenzen, wir haben es vorhin schon angesprochen, Rechte sind ein wichtiges Thema und auch da ist die Online-Sammlung für uns so ein Vorwand, um das Thema mit allen Kolleginnen und Kollegen zu besprechen. Und natürlich können wir das auch nur bei den Objekten machen, wo wir die Rechte haben, aber da haben wir das Ziel, die Inhalte so zu veröffentlichen, dass man sie runterladen kann, dass man sie weiter benutzen kann unter bestimmten Vorschriften. Also CC BY SA wäre da unser Ziel. Auch bei dem Stadtlabor Digital. Aber es kann dann jeder User selbst entscheiden. Dann arbeiten wir natürlich auch an einem Museumsguide. Das ist so ein sehr klassisches Thema. Auch hier versuchen wir weg von der App zu kommen und hin zur Web-App zu gehen, sodass eigentlich jeder User mit seinem eigenen Gerät im Museum auf die Inhalte zugreifen kann. Wir stoßen jetzt an diese WLAN-Grenzen, das heißt, da haben wir eigentlich eine gute Idee gehabt, sind aber sozusagen technisch erstmal eingeschränkt oder müssen da wahrscheinlich noch erstmal so eine Kompromisslösung finden. Und jetzt kommen wir noch zum Bereich Technik. Techniken denkt man natürlich sofort an Kabel und Server und Software, aber das sind natürlich auch Visualisierungstechniken, die dazugehören, also gerade wenn es um so einen Bereich geht, der nicht so sichtbar ist. Es geht auch um Social Media, wurde schon viel angesprochen. Hier haben wir 5000 Follower auf Twitter gefeiert und ich habe was gezeichnet. Ich habe da auch einen Workshop dazu gemacht, also ich habe das ganz professionell gelernt. Dann geht es natürlich aber auch um so Fragen wie CMS-Betreuung, wer kümmert sich um die Medienstation, wer macht da die Benutzerverwaltung. Klar, also das ist auch so ein Bereich, in den ich reinschaue. Viel tiefer geht es aber an meiner Seite nicht. Ich programmiere nicht selbst, also ich arbeite auch nur auf den Oberflächen. Aber ich bin immerhin, kann ich mich mit den Programmierern verständigen. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Schritt. Der wurde ja auch vorhin schon angesprochen. Genau. Und dann geht es zum Beispiel auch noch um Ausstattung. Also klar, für diese Digital Storytelling-Sachen brauchen wir Technik. Es geht aber auch darum, dass man als städtische Institution zum Beispiel kein Skype benutzen darf und andere Techniken, die gerade die Kooperation extrem erleichtern. Und da ist schon auch die Frage, kann man nicht mit dann anderen Geräten da ein bisschen neue Schritte wagen, probieren, auch Teamarbeitsinstrumente zu finden, Slack auszuprobieren als Messenger mit Gruppen. Haben wir jetzt für den Stadtlabor Digital Club, habe ich das jetzt mal so in die Runde geworfen und schaue, was da zurückkommt. Also auch da geht es eigentlich darum, jetzt Experimente zu wagen. Jetzt ist Halbzeit mit dem Projekt, es geht noch 1,5 Jahre und ich hoffe, dass wir dann am Ende so eine richtige digitale Strategie präsentieren können, weil momentan ist es wirklich noch so, gibt es so diese Ankerpunkte. Und wir sind in der Entwicklung und in 1,5 Jahren dann mehr. Haben Sie Fragen? Oder wir besprechen die Fragen einfach hinten bei den Getränken. Ja. Das machen wir jetzt, oder? Dankeschön für die Aufmerksamkeit.